Willkommen zurück zu Anstoß 3. Wir sind hier beim 1. FC Saarbrücken. Wir befinden uns in der Regionalliga, also in der dritten Liga und in der Saisonvorbereitung vor unserer ersten richtigen Saison hier mit Saarbrücken. Ich wollte einstellen. Hier, kann man gucken, Laporte hat jetzt nur noch eine 5,6. Der Franzose aus Bordeaux gekommen für 1,53 Millionen. Haben die denn sowas gemacht? Hat immerhin 5 Tore geschossen, super für das viele Geld. Und es hat jetzt nach einem Jahr festgestellt, Deutsch? Nee, finde ich doof. Ah, dann würde sogar derzeit Rohrer besser spielen als unser dritter Stürmer. Als El Büstü. Oder El Büstü. Und dann haben wir noch so viele andere Stürmer, die einfach nur Geld kosten. Okay. Ich wollte aber trotzdem hier einmal eben die Standardsituation noch einstellen. Aufgaben im Spiel. Freistoß, Flanke. Würde einer Sinn machen, der flanken kann? Haben wir nicht. Freistoß, Schuss kann der hier. Ansonsten, oh, ist eigentlich dann auch hier Schusskraft. Vielleicht noch ganz sinnvoll. Ecke links kann auch wieder keiner. Ja, dann ist mir das eigentlich auch egal. Dann machen die das schon so, wie sie es machen. Und wir spielen als nächstes. Achso, ich wollte noch mal in die Statistiken reingucken. Ja, wir haben tatsächlich drei Absteiger: Sandhausen, Heidenheim und 1860 München. Das macht einen möglichen Aufstieg nicht gerade einfach. 1860 München. Ah, Christian, es tut mir wirklich sehr leid, dass es mit deinem Lieblingsclub hier bergab ging. Ja, so ist das manchmal. Vielleicht können wir ihn ja auch noch den Wiederaufstieg wagen. Wie klingt das? Und auf geht's. Das Spiel, das Turnier geht bei Manchester City. Wir spielen als erstes gegen den FC Liverpool. Achso, bezüglich Staffel 2, das wird noch dauern. Das wird noch dauern, bis der Datensatz fertig ist. Läuft gerade alles sehr stockend. Wir spielen wieder auf Konter. Mit Abseitsfalle, ohne Pressing, so muss das sein. Und dann würde ich sagen, so hier nochmal reingucken. Da habe ich den hier vergessen anzumachen. Da. Starten jetzt. Die Spielgeschwindigkeit ist ein bisschen hoch. Das stellen wir mal wieder zurück. Und der FC Liverpool kommt mit Sturridge und Emre Can. Wer die letzte Folge nicht ganz bis zum Ende geguckt hat, war ja auch eine recht lange Folge. Ich habe die Textlänge runtergesetzt. Sind ja die wenigsten, die Videos auch wirklich komplett gucken. Aus welchen Gründen auch immer, aber ist ja ganz normal. Die Länge habe ich ein bisschen runtergestellt, weil ich eigentlich diese Textblöcke vermeiden wollte, aber irgendwie funktioniert das nicht. Meistens geht dann hier ganz hin und her und im Endeffekt passiert dann am Ende gar nichts. Aber vielleicht jetzt der hier über Henderson, dringt nach links, nimmt den Ball an, spielt nach links außen zurück und startet Richtung Eckfahne. Richtung Grundlinie läuft. Achso, wirklich ein Griff, okay. Ja. Schön. Noch ein Haken. Noch eine Flanke. Aber er ist zu weit. Nimmt ihn da wenigstens noch jemand mit auf dem gegenüberliegenden Flügel? Natürlich. Can nimmt den Ball mit. Schlägt einen Haken. Und landet wieder auf der anderen Seite. So, jetzt ist die Frage: Wie kommt Emre Can bitte auf die andere Seite? Und jetzt spielt sie. Das finde ich jetzt auch wieder interessant. Kann der Typ beamen oder ist er einfach nur schnell? 1-0 durch Jordan Ibe. Ja. Eine gute Motivationsschub werden wir natürlich aus diesem Turnier nicht sehen. Ich hatte irgendwie Lust auf England. Und auch mal Spiele gegen richtig große Vereine. Möchte ich hier ein bisschen was bieten im Let's Play. Und manchmal kriegt man ja auch ein bisschen was hin. Und immerhin haben wir jetzt hier den Außenpfosten getroffen. Also, so ist ja auch mal. Muss man ja auch mal sehen. Manchmal passieren ja auch Wunder. Hoffenheim haben wir ja schon geschlagen. Warum dann nicht auch Liverpool? Und Man City liegt gegen Stoke hinten. Das heißt, aktuell würden wir dann tatsächlich auch noch auf Manchester City treffen. Oh, wieder so ein langer Block. Also Textlänge hier einzustellen, bringt irgendwie gar nichts. Ich lasse das dann jetzt einfach mal so.
Halbzeit. Rohacker war so lala, hat immer in den Pfosten getroffen, aber ich werde jetzt trotzdem nochmal El Büstü bringen. Ist halt wirklich ein bisschen ärgerlich. Ja, und den Torwart können wir nochmal wechseln. Beide gleich stark. Da ist doch noch gar nichts verloren. Ja, das vielleicht schon. Aber es liegt nicht an euch, Leute. Wir bekommen einen Eckball. Der zwar souverän rausgeköpft wird, aber nein. Oder geklärt wird, glaube ich, da nicht. Durch Andrew Robertson. Wir gucken hier nochmal. Manchester City hat das Spiel gedreht und führt nun mit 3-1. Mal gucken, was wir dann gegen Stoke City hinbekommen. Und vielleicht schaffen wir hier auch nochmal ein Tor. Bartlett wird angeschossen, aber Can klärt dann der Blitzschnelle. Und wir kriegen immerhin noch eine Ecke. Können wir, glaube ich, noch wechseln. Hat er jetzt sogar eine 5,0? Meine Güte. Dann bringen wir doch einfach mal Düringer. Okay, wir haben 3-0 gegen Liverpool verloren. Ich denke mal, das ist gar nicht so ein schlechtes Ergebnis. Und wir spielen dann gegen Stoke City im zweiten Spiel. Daniele Rugani geht zu Inter Mailand. Hier können wir einmal wieder... Zack. Ich hätte gerne wieder El Büstü im Sturm. Und auf der Bank hätte ich gerne dann auch noch Harder. Das funktioniert wunderbar. Konter und so weiter funktioniert. Passt auch alles. Ich lasse die Spielgeschwindigkeit für dieses Spiel jetzt nochmal hoch. Damit sich das dann nicht so zieht. Ist halt, wie gesagt, auch eigentlich nur ein Testspiel. Und ich möchte jetzt eigentlich auch diese Folge dann auch mit der Saison starten. Ist ja auch unser letztes Testspiel. Aber sind halt wichtig, damit wir ein bisschen Eingespieltheit bekommen. Gucken, wo der Kader steht. Manchmal hat das ja auch ein bisschen Aussagekraft. Manchmal auch nicht. Zack, 1-0 durch Bojan Krikic. Ist da, sehr schön. Jetzt kommen wir nochmal. Kommen sie nochmal hier. Und versuchen noch vor der Halbzeit das 2-0 zu machen. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Denn es ist Abseits. Das interessiert aber keinen. Schön. Ja, es geht jetzt hier wieder so hin und her, hoch und runter. Wunderschön. Im Sturm geht nicht viel. Ich hätte gern mal Harder mit dabei. Bringe ich einfach mal für Bütüki. Alles wird gut, alles. Und ja. Ich mache jetzt auch nichts mehr. Ich möchte gern mit der Saison anfangen. 2-0 durch Marco van Ginkel. 3-0 durch Charlie Adam. Und Mike Könnecke macht den Ehrentreffer. Sehr schön. Ja, und 2-3 durch Jens Meyer.
kriegen wir noch den Ausgleich hin. Wäre nicht verdient, aber so ein 2-3 ist ein super Ergebnis als deutscher Drittligist gegen den englischen Erstligisten. Und ja, wir verlieren nur mit 3-2. Gar nicht mal so schlecht. So, Bilbao gewinnt gegen Dortmund und Hamburg gewinnt gegen Sion. Die Rückspiele, Dortmund gewinnt gegen Bilbao und das reicht zum Weiterkommen. Hamburg, ja, macht da kurz einen Prozess. Die nächsten Gegner sehen wir erst später. Okay, weiter geht's. Jan Fies hat private Probleme und verliert 3 Motivationspunkte. Wolfsburg hat das Hinspiel gegen Stockholm mit 1-0 gewonnen. Mainz gewinnt 1-0 gegen HNK Rijeka. Im Ligapokal Wolfsburg schlägt Gladbach mit 1-0, trifft nun auf Bayern München. Hoffenheim gewinnt gegen Mainz mit 2-1 und spielt nun gegen Gladbach 2, die ja den DFB-Pokal gewonnen haben, sehr überraschend, und jetzt auch in der Europa League vertreten sind. Bin mal gespannt, wie weit die kommen. Champions League. Wolfsburg kommt also in die Gruppenphase, genauso wie Mainz. Bayern gewinnt gegen Wolfsburg und ja, Hoffenheim gegen Gladbach 2, lockeres 2-0. Bayern München gegen Hoffenheim dann das Finale. Hier können wir... Das ist natürlich auch bitter für die Schweizer, dass sie sich in der Qualifikation direkt gegeneinander spielen müssen. Genauso wie Dortmund und Hamburg auch direkt gegeneinander spielen. Super. Und wir haben den Saisonauftakt gegen den FSV Frankfurt. Bayern München gewinnt den Ligapokal und wir haben jetzt unser erstes Saisonspiel gegen den FSV Frankfurt. Ja, im Sturm hat irgendwie vorne gar keiner überzeugt. Wir spielen mal mit Rohacker vorne, mal gucken, ob es was wird. Hoos hat ja soweit auch gut gespielt, deswegen bleibt er im Tor. Hier wird gar nichts gedeckt. Gut. Taktik, da müssen wir einmal kurz schauen. Müssen wir nochmal hier rein. Frankfurt ist um 4,6 Stärkepunkte besser. 4,6 ist nicht viel. Wir versuchen es mit der Offensive. Wir haben ein Heimspiel und pressen. Vier Stärkepunkte, das ist recht gleichwertig. Wir kriegen das hin. Hier muss ich einmal wieder ein bisschen runterstellen. So. Wir kriegen einen direkten Freistoß aus 19 Metern Entfernung, aber geht knapp rüber. Gelb für Matteo Andacic wegen Foulspiels. Immer noch 0-0, es steht 2-0 an Chancen. Und wir kommen jetzt nochmal über Wilsch. Der stürmt Richtung Strafraum. Und spielt zur Torauslinie. Pitücki ist aber zu langsam. Schade. Ja, schön. Da ist nochmal Schnövli. Der geht bestimmt wieder rüber, genau. Und dann wird er wieder auf die andere Seite geschlagen. Oder ist vorbei. Einsee-Flanken. Aber er ist wieder auf der anderen Seite. Ja, welche Überraschung. Ja, wir machen wieder lustiges Hin- und Herflanken. Am Ende landet er irgendwie immer im Aus. Okay, 0-0, 2-0 Chancen. Dieses Umgeplänkel wird nicht als Chance gewertet.
Wir werden sie noch mal ein bisschen antreiben. Ja, auf, weiter geht's. Ja. Was zur Folge hat, dass hier gleich gefoult wird. Na, schön. Und wir führen mit 1:0 durch Dominik Rohracker. Hat sich also tatsächlich ausgezahlt, ihn in den Sturm zu stellen. Sehr schön. Wir bleiben trotzdem auf kontrolliert offensiv. 70. Minute ist vorbei. Da stellen wir nochmal eben den Einsatz ein bisschen hoch. Und dann können wir nochmal wechseln. Steiner hat gelb bekommen, ist aber recht alternativlos dort im defensiven Mittelfeld. Ich kann nochmal irgendwie ein frisches bringen. Jetzt sehen wir auch mal die Form. Na super. Das ist nicht einfach. Dann bringen wir einfach nochmal Luxig rein. Ja, nochmal frische Flügelverteidiger. Ich hoffe, das rächt sich jetzt nicht, dass wir Hälfte der Verteidigung jetzt ausgewechselt haben, aber es sollte eigentlich gehen. Ich bin auch kontrolliert offensiv. Und dann würde ich gleich gerne nochmal den Einsatz auf 150% setzen. Und dann in der Schlussphase alles geben, den unbedingt verteidigen. Jetzt geht es ja wieder nach hin und her. Ein bisschen schade, also das stört mich am Textmodus wirklich sehr, dass man dieses sehr, sehr oft hat und man eigentlich weiß, da passiert am Ende nichts, also der Ball landet wieder im Aus am Ende. Weiß ich nicht. Das überzeugt mich nicht so. So, Abwehrriegel und Bälle hinten konsequent raushauen. Letzten 5 Minuten verweigern wir Fußball zu spielen. Und das mit Erfolg. Wir gewinnen 1:0 gegen den FSV Frankfurt in einem schwachen Spiel, aber das ist egal, wir haben 3 Punkte. Heidenheim gewinnt 4:0 gegen Kickers Offenbach und 1860 München startet mit einem 0:0 gegen Sandhausen. Ja, Heidenheim dominiert entsprechend die Elf des Tages. Und dann geht's als nächstes gegen den FV Illertissen. Wir schauen hier nochmal in die Finanzen. 1,14 Millionen, das ist doch schon mal deutlich mehr geworden. Ja, und die letzte Folge war entsprechend länger, dann mache ich diese Folge jetzt ein kleines bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das heute nur 18,5 Minuten sind. Wie gesagt, Staffel 2 wird noch eine Weile dauern, vermutlich. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!